Hello people, willkommen zurück zu Let's Play Super Sequel 5. Das letzte Mal war ich stehen geblieben und hier kommt jetzt so ein Mole Riding Level, also so ein Maulwurf reiten. Finde ich auch ganz nett. Und hier hat er irgendwie immer in die Wände immer diese Lavagruben reingebaut. Ich weiß nicht wieso, ich glaube aus dekorativen Zwecken. Ah ja, und da regnet jetzt Maulwürfe, also müssen wir da auch aufpassen. Oh fuck, 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 das Level ist nicht so einfach. Zumindest habe ich das nicht so einfach in Erinnerung. Aber hier war ein Pilz, das weiß ich noch. Hier finde ich die Palette auch schön. Zumindest sind die diese Paletten besser als in Tom Fandos Mario World. So. Auch Menno. Kann man eigentlich irgendwo rein? Ja genau, hier kann man rein. Ah. Hier gehe ich jetzt nicht mehr rein. Wirklich. Weil diese blöden weißen Manchas sind ja Instant Kill Manchas und auf die habe ich keinen Bock. Gott, Gott. Vorspulen und jetzt ist er tot. So einfach geht das. Wow. So, in diesen blöden Bonusraum gehe ich jetzt nicht mehr rein, ganz ehrlich. Das ist einfach nur Kacke. Wenn man deswegen dann stirbt. Kein Kommentar. Oder gehe ich da doch rein? Mein Gott, das war nur der eine verdammte Sprung, der muss doch zu packen sein. Ach nö! Fick dich! Ah! Naja, sowas kotzt mich einfach an, wenn ich immer einen Sprung verkacke. Ach. Soll ich da jetzt rein oder nicht? Weiß ich, überleg mir das jetzt. Immer wegen diesem blöden Pilz, versteht er? Pilze sind essentiell wichtig, wisst ihr? Ach man. Können uns ja eh umbringen. Weil jetzt haben wir nur auf 5 Leben, weil ich einmal resetten musste. Weil der Emulator irgendwie nicht wollte. Toll. Ach. Das heißt, ich muss jetzt ständig mit einem Game Over rechnen. Aber das ist nicht schön, mit diesem Druck zu spielen. Eben hatte ich den so schön los, weil ich da so viele wunderschöne Leben hatte, aber hier nicht. Ich meine, in der fünften Welt war irgend so ein Level, wo man sich Leben farmen kann, aber... Ich weiß das jetzt auch nicht mehr so. Hundertprozentig. Ah. Wehe, du machst das jetzt nicht richtig. Ja! Oh Mann, hier gehe ich jetzt wirklich nie wieder rein. Kein Bock, ja. Oh! Fick dich! Ah. Eben, also, der Emulator wollte irgendwie nicht mehr aufnehmen. Eben hatte ich das Level gleich beim ersten Versuch geschafft. Hatte im Bonusraum alles geschafft und bla, alles war schön. Ich gehe jetzt aber in diesen verdammten Bonusraum rein. Es kann doch nicht sein, dass ich diesen einnubigen Sprung verkacke. Das akzeptiere ich nicht. Das muss ich jetzt schaffen. Oh, natürlich. Und die Rexes kann man nicht totrutschen. Woher soll ich das denn bitte schön wissen? Dass das irgendwie die einzigen Gegner sind, die man nicht totrutschen kann. Ah. So. Yes! Nein! Oh! Nee, es kann nicht sein, dass ich diesen Einsprung verkacke. Ich muss den schaffen. Und ich werde den in Zukunft auch schaffen. Ah. Du blödes Spiel, deswegen würde ich dir gerne mal eins auf die Fresse hauen. Oh, Menno. Aber das ist hier schon so eine Art Detailarbeit, also hier mit dem Boden so zu arbeiten. Das ist bestimmt nicht so einfach und eigentlich habe ich mich ja geduckt. Sprung auf den Maulwurf. Nicht geschafft, wie immer. Ich habe das eben beim allerersten Versuch geschafft. Aber nö, natürlich muss dieser scheiß ZSNS-Emulator mir diese scheiß Aufnahme zunichte machen. Immer wenn sowas passiert, habe ich gleich keinen Bock mehr. Ach. Ja.
Nee, ich setze mir jetzt zur Challenge, diesen Scheißsprung zu schaffen. Das muss ich einfach. Ja, genau so. Warum denn nicht gleich so? Okay. Mehr als ein paar Münzen gibt's hier nicht. Von daher war das eigentlich unnötig. Aber ich wollte nicht einsehen, dass ich diesen Sprung nicht schaffe. Von daher musste das jetzt sein. Es tut mir so leid. Och, Mann. Wenn ich sterbe jetzt schon wieder, typisch, wäre das auf jeden Fall. Oh, die Rexes sind mir jetzt allesamt zu gefährlich. Zack, zack. Aber hier war dann, glaube ich, das Ende. Ja, genau. Endlich. Ah, verdammt. Ich hatte das jetzt in einer Minute beim letzten Mal geschafft. Aber nein. Natürlich. Hier gibt es eigentlich kein Layer 2, oder? Sondern nur dieses komische Scrolling-Zeug. Wesentlich der Änderung ist wahrscheinlich nur drin, um da ein bisschen mehr Abwechslung reinzubauen, habe ich das Gefühl. Ach, Mann. Knapp. Und natürlich, und es ist doch üblich, dass man gleich bekommte Power-Ups wieder verliert. Das ist doch das Normalste auf der Welt. Also ich bitte euch, Leute. Wer sich deswegen aufregt, der kriegt Kloppe. Ach Mann. Zack, zack. Zack. Ah, endlich geschafft. Na gut, wirklich so schwer war das jetzt auch nicht. Aber jetzt geht das hoffentlich ein bisschen besser. So. Hier haben wir Layer 3 Lava. Oh ne, Quatsch, Layer 2 Lava, mein Gott. Ich komme jetzt schon durcheinander. Ah, mein Gott, der Yoshi-Coin ist mir das echt zu knapp. Ach, Menno. So, ich glaube, bald müsste hier irgendwann auch der Midway Point kommen. Bald. Hi. Warte, ja, irgendwann kam hier eine Röhre per Layer 2. Auch ein schön gemachtes Secret Exit, gefällt mir. Wow. Ich glaube, das ist eine der wenigen Paletten, die nicht oder nur minimal geändert wurden. Weiß ich, so eine leichte Verfärbung ist hier, glaube ich, auch drin, oder täusche ich mich? Wehe. Ach, danke schön. So. Und dann tut sich hier auf einmal ein Level auf. Auch interessant. Zack. Miau. Boings, boings. Och Menno, hoffentlich nee, das war nicht zu knapp gut. Ich dachte. Und das könnte vielleicht ein bisschen zu knapp sein. Nö. Okay, hier ist das eigentlich relativ großzügig gehalten mit der Zeit. Dann ist ja gut. Zack, Vorspulen und nochmal. Und hier auch nochmal. Niau. Geschafft. Zumindest bis zum Midway Point. Zack. Ach du Kacke. Komm her, du brennendes Etwas. Thank you.
Och, Menno. Vorsicht, Achtung, Achtung, Achtung. Nee, Leute, das ist fies. Aber es geht. Es ist machbar, wie man ja gesehen hat. Wow. Habe ich es jetzt geschafft? Ich hoffe. Na, da kommt noch ein Chuck, ansonsten habe ich es geschafft. So. Aber wir machen das Level erstmal. Hier ist die Palette ein bisschen neonartig, aber so scheiße sieht das auch gar nicht mal aus, finde ich. So. Ach man, und hier kommen gerne behinderte Sachen vom Himmel. Das weiß ich noch. Opa. Zack. Zack. Ach, Menno. Wow. Hiervor habe ich ein bisschen Angst, weil das Level war scheiße. Also ich meine vom Schwierigkeitsgrad her. Da war das Level fies. Ja, genau. Das ist die erste Falle. Und dann kommen in der zweiten Hälfte fliegende Fische und dann auch regnen noch mehr solche Disco-Shells vom Himmel. Spoiler. Oh Gott. Nee, aber vor allem macht mir das Sorge, dass ich nur noch 3 Leben habe. Boah. Nee, Leute, ich würde mir das zu heikel. Ich glaube, ich kann im ersten Level der fünften Welt Leben farmen, ohne zu verrecken, oder? Meine ich zumindest. Ich werde jetzt mal gucken. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann. Tschüss. So, Leute, da bin ich wieder. Ich habe mir jetzt mal ein paar Leben gefarmt und mit diesen 20 Leben werden wir hoffentlich dieses Level jetzt beenden. Gott. Boah, Hilfe. Na gut, die erste Hälfte ist noch harmlos im Vergleich zur zweiten. Muss man an der Stelle aber auch schon mal sagen. Gott. Natürlich müssen die nochmal kommen. Die können doch nicht in ihren blöden Dingern stecken bleiben. Ich weiß. Ach. Aber ich glaube hier... Zack, zack. Ich hasse diese Dino-Rino-Viecher. Ich glaube hier war auch bald der Midway-Point, hoffentlich. Okay, da kann man nicht rein. Hier war der Midway-Point und jetzt kommt der Horror. Ja, genau deshalb. Und deshalb. Fliegende Fische. Warum der Scheiß? Warum? Und noch nicht mal ein Power-Up. Was soll der Mist? Na gut, wenn man den Switch hat, ist da bestimmt was drin, aber... Wenn man den nicht hat, dann hat man den... Da hat man wohl die Arschkarte. Oh. Nützt das, wenn man die Viecher da so reinfallen lässt? Oh Gott. Nee, wenn man zu weit nach vorne scrollt, dann passiert das da. Da scheuern einen die Fische dann unter die Füße. Ach Mann, ich hasse diese Viecher einfach nur. Das ist für normale Menschen nicht mehr zuträglich, sowas. Nee, ich glaube, die einzige Taktik besteht hier schnell sein. Versuchen die Schrägen zu nutzen und damit irgendwie zu arbeiten. Oh, ja, mit 2 Leben hätte ich das hier niemals geschafft, diese asoziale Scheiße hier. Das ist das erste wirklich bösartige Level in dem Hack. Und ich glaube, hier regnen dann gleich auch noch Viecher von Himmel. Ja, das passiert wirklich. Kein Scherz. Oh. Mein Gott, warum sterbe ich denn so oft schon an bei den Viechern am Anfang? Könnte man das mal sagen, das wäre nett. Ah. Ah, mein Gott!
Es gibt so viel Zwischenraum zwischen diesen Fischen, aber warum muss Mario da ausgerechnet rein? Ach. Ach nö, und natürlich killt die Shell die Viecher nicht, natürlich nicht. Okay, ich glaube, das hier ist so schon irgendwie die beste Variante. Nee. Eigentlich war der Fisch im Boden drin, aber nö, natürlich muss das als tot gelten. Ich hab auf sowas irgendwie keinen Bock. Oh. Welche soll denn das bitte schön schaffen? Keine. Ja, gleich muss ich mir schon wieder Leben farmen. Nee. Leute. Ich hasse sowas abgrundtief. Im Ernst. Mein Gott, das ist das asozialste Level des Jahrtausends. Ach, bald muss ich schon wieder Dings nicht sehen. Ist ja schon kommen. Ich schaffe das Level nie, wenn das so weitergeht. Okay. Nee, rutschen hilft auch nicht. Dann passiert das da. Soll ich jetzt schon? Na gut. Tschüss. So, Leute. Hier bin ich wieder. Und diesmal probieren wir das nochmal. Okay, sitzt der da fest? Ich hoffe. Oh, wir überfliegen den Mist. Och nö, jetzt hör auf umzudrehen. Ich hab gesagt, du sollst das richtig überfliegen. Zack. Oh. Eigentlich wollte ich, dass der das noch weiter überfliegt, aber nein. Es nervt einfach. Ach nö, toll. Jetzt muss ich mir schon wieder Federn holen. Toll. Ja, tut mir leid, ihr müsst jetzt dabei zusehen. Ich habe hier schon genug Cuts gemacht. Ich habe ein wenig keine Lust mehr. Aber hier im ersten Level kriegt man umsonst Federn serviert. Also gleich das erste Level eignet sich als Federfarm-Level. Oh. So. Das wird jetzt... Und ich werde das jetzt versuchen zu überfliegen, bis ich diesen grottigen Mist geschafft habe. Weil es ist einfach nur assig. Okay, jetzt muss ich mir keine Sorgen machen, dass der Sack wieder umdreht. Oh. Oh. Hier regnet's Viecher! Ja genau, da regnet's Viecher! Und das ist auch der wahre Grund für die Asozialität des Levels. Dann muss es natürlich auch noch Viecher regnen. Oh. Nee. Ich glaube, das Level würde als Spezialwelt Asozialitätslevel besser passen, weil wenn sie in Sigworld, in Special Worlds, in Sigworld sind meistens die Level alle fies. Und da würde das deutlich besser reinpassen als hier. Ich meine, das ist erst Welt 4, erst die Mitte des Hacks. Hallo, Spiel? Oh, ich hoffe, ich habe euch damit endgültig bewiesen, dass dieser Hack schwieriger wird. Och Mann, toll. Jetzt flieg doch mal weiter, du Blöder. Tut mir leid für diese Ossruster. Aber ich mag dieses Level nicht mehr sehen.
Es kotzt mich einfach nur an. Ich könnte kotzen. Nächster Versuch. Und diesmal stellst du dich bitte schön ein bisschen geschickter an, du blöder Mario. Nur das Problem scheint zu sein, dass man über die Röhren nicht rüberkommt. Das ist auch ein fieser Abschnitt da. Ein sehr fieser Abschnitt. Okay. Jetzt müssen wir das kleine Viech erstmal umbringen. Und jetzt können wir los. Bitte flieg höher, höher. Ach. Mann, wieso fliegt der nicht richtig? Ich kapier das nicht. Oh, mieses Viech 1 und jetzt kommt das Viech 2 und ja. Jetzt haben wir das endlich geschafft, Gott sei Dank. Und das wird zur Special World. Machen wir aber erst später. So, nächstes Mal machen wir dann hier das Castle. Bis dann, tschüss.